Die zweite Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, die biodiversitätsfördernden Maßnahmen aus ökonomischer Sicht zu beurteilen. Also auch die Frage, sich hauptsächlich zu stellen, was bringt das eigentlich für den Landwirt? Die Ergebnisse wird uns Marco Gemballa vorstellen. Auch an Sie zunächst mal die Frage, Herr Gemballa, wo kommen Sie eigentlich her? Aus welcher Region, welche vertreten Sie hier? Ja, ich komme aus dem Nordosten unserer wunderschönen Bundesrepublik, aus Mecklenburg-Vorpommern. Unser Betrieb liegt in etwa auf der Hälfte zwischen der schönen Insel Usedom und der Stadt Neubrandenburg. Also jeden Tag Urlaub? Naja, wir sind nicht ganz in der Urlaubsregion. Wir sind so ziemlich zwischen der Seenplatte und der Insel Usedom. Insofern sind wir so ein gewisser Puffer, ein landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich hochwertiger Puffer für die Touristenregion. Wir sind ein Betrieb von den 10 Franz-Betrieben. Als Landwirt und aber auch als Jäger habe ich persönlich ein starkes Interesse an einer artenreichen Landschaft in meinem Revier, in meinem Betrieb, in meinem Jachtrevier. Und deswegen war ich gerne bereit, auch am Franz-Projekt teilzunehmen, weil ich mir dort einen großen Vorteil, einen großen Wissenszuwachs erwarte, was ich im Unternehmen selber noch besser machen kann. Hm. Was waren die Ergebnisse Ihrer Arbeitsgruppe? Was wären die Maßnahmen, die aus landwirtschaftlicher Sicht ökonomisch besonders gut verträglich sind und auch dann eben mehr Biodiversität bringen könnten? Ja, also auch hier finden sich entgegen der praktischen Umsetzung des Greenings derzeit die Randstreifen an erster Stelle wieder. Wir halten Randstreifen oder wir haben in unserer Gruppe die Randstreifen, aber auch die Brachen als besonders ökonomisch vorteilhaft betrachtet, weil sie eine strukturelle Wirkung auf die Anlage von Schlägen haben kann, Begradigung von Schlägen entlang von Gewässern zum Beispiel oder an Waldrändern entlang. Es hat insofern eine strukturelle positive Wirkung, dass man das auch jagdlich gut nutzen kann. Wir haben eine Vernetzung und wir haben also sehr viele multifunktionale Ergebnisse durch die Randstreifen und auch durch Brachen, die in der Kombination dann zu einem besseren ökonomischen Ergebnis auch im Unternehmen führen kann. Was muss ich mir darunter vorstellen unter Multifunktionalität? Ja, ich kann mit dieser Maßnahme mehrere Ziele gleichzeitig erreichen. Also ich kann zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf die Brache ein, mit einem relativ geringen administrativen Aufwand, mit einem geringen Anlastungsrisiko Flächen aus der Produktion nehmen, sie der Biodiversität sozusagen zuführen und aber im ökonomischen Bereich aus Betriebsergebnissicht mein Ergebnis verbessern, weil diese Flächen zum Beispiel nicht so ertragreich sind und sowieso mein Betriebsergebnis verschlechtern, weil es in irgendwelchen Ecken liegen, wo ich mit der 36-Meter-Spritze nicht so gut hinkomme, etc. Multifunktional auch deshalb, ich kann gleichzeitig Abstandsauflagen deutlich besser einhalten, zum Beispiel an hängigen Flächen zu Gewässern hin, habe ich es eben sehr einfach, auch durch den hohen Faktor die Möglichkeit zu nutzen, mit einem relativ geringeren Flächenaufwand die Abstände einzuhalten bei der Düngung und auch beim Pflanzenschutz. Und ja, so ist es eben multifunktional aus unserer Sicht. Jetzt steht da als weiterer Vorteil Formulierung Förderung / Greening Faktor. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, Förderung, Greening Faktor in der Hoffnung, dass jetzt im Europäischen Parlament und bei der Europäischen Kommission eine Vereinfachung der Streifen hinsichtlich der bürokratischen und administrativen Aufwandes eine Erleichterung kommt, ist es aus unserer Sicht unter diesen Gegebenheiten sehr interessant, die Förderung. Wir haben erstmal einen höheren Faktor, damit brauchen wir etwas weniger Fläche und es wird grundsätzlich also besser gefördert und könnte zum Beispiel auch noch möglichst optimiert werden durch die Anwendung von Agrarumweltmaßnahmen, die Kopplung. Insofern gibt es da also auch Synergieeffekte für den landwirtschaftlichen Betrieb, was der Ökonomie des Betriebes zuträglich ist. Zweitwichtigste Maßnahme, die Sie identifiziert haben, waren die Zwischenfrüchte. Ja, ich würde das gar nicht so als zweitwichtigste Maßnahme werten, sondern bei uns waren die Feldlärchenfenster und die Zwischenfrüchte gleich auf.
Wir haben die Zwischenfrüchte zunächst erstmal hier als zweites hingeschrieben, ist aber wie gesagt keine Wertung. Die Zwischenfrüchte sind aus unserer Sicht für den landwirtschaftlichen Betrieb extrem wichtig, denn A sind sie leicht umsetzbar, sie entsprechen der landwirtschaftlichen Praxis. Also es ist eine Maßnahme, die ja schon jahrzehntelang geübt wurde. Sie stellt keinen Flächenverlust dar, also ich brauche im Prinzip keine Fläche aus der Produktion nehmen und kann aber diese Greening-Maßnahme im vorhandenen Produktionssystem einbauen. Und dadurch, dass sie, wie gesagt, greening-relevant ist, ist es natürlich auch sehr interessant. Und die Vorteile von Zwischenfrüchten bei Düngung und anderen Fragen will ich gar nicht weiter erwähnen. Aber regional sind das natürlich durchaus unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, denn Zwischenfrüchte kann man ja zum Beispiel in Regionen, wo wir eher niederschlagsarm sind, nicht so gut anpassen. Da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein mit seinem Wasser, oder? Da gehören natürlich am Ende betriebliche Erfahrungen dazu, wie man am besten Zwischenfrüchte installiert bekommt oder eben dort, wo es gar nicht geht, weil im August dann überhaupt gar kein Niederschlag fällt. Na gut, da ist es sicherlich dann zu überdenken. Aber ich sag mal, wir haben natürlich sehr, sehr viele Räume in Deutschland und sehr, sehr viele Betriebe, für die es einfach sehr sinnvoll ist, Zwischenfrüchte anzubauen, auch vor dem Hintergrund der neuen Düngeverordnung ist es eine Möglichkeit, sinnvoll organische Düngemittel nochmal einzusetzen. Und dort, wo es hinpasst, ist es auf jeden Fall super zu machen. In den Regionen, ich sag mal, an der Oder vielleicht, wo dann kein Regen mehr fällt, gut, da muss man dann gucken, ob da nicht andere Greening-Maßnahmen dann angewendet werden. Und dann stehen da die Feldlärchenfenster jetzt als eigener Punkt auf dem Ergebnischart. Das ist ja im Vergleich zu den Randstreifen und den Zwischenfrüchten ja eher eine kleine Maßnahme. Oder unterschätze ich das? Na, ich würde sagen, es ist eine einfache Maßnahme. Klein würde ich gar nicht sagen. Wir wissen um die Probleme bei der Feldlärche. Ist eine einfache Maßnahme, einfach die Sämaschine. Für die meisten Unternehmen ist eine einfache Maßnahme, meinetwegen 20 Quadratmeter pro Hektar einfach freizulassen. Es ist ein ganz geringer Ertragsverlust, kleiner 1%. Also das ist durchaus mit gutem Willen machbar. Das ist ja auch das, was am Eingang der Diskussion gesagt worden ist. Man muss das machen, was man einfach machen kann, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Und denke, so ein Feldlärchenfenster ist wirklich sehr, sehr simpel und einfach. Es zieht keine Administration nach sich und das ist auch elementar und muss so bleiben. Wenn wir dazu übergehen wollen, dass wir jetzt die Feldlärchenfenster alle ein- und ausmessen wollen und entsprechend dann noch honorieren und abrechnen und auf Quadratmeter genau, dann stirbt diese Variante. Also sie muss auf jeden Fall eine freiwillige Maßnahme bleiben, um eine entsprechende Akzeptanz dann auch bei den Landwirten zu haben. Vielen Dank. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass zwischen diesen beiden Arbeitsgruppen, die einen, die das aus der ökologischen Sicht beurteilt haben, die anderen aus der ökonomischen Sicht, trotzdem eine hohe Schnittmenge bei den möglichen Maßnahmen, die sinnvoll wären, rausgekommen ist. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Arbeitsgruppen damit zu befassen haben, warum denn diese Maßnahmen dann nicht die Durchschlagskraft entwickeln. Vielen Dank, Herr Gemballa.